Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan, und ich darf euch heute meinen neuen High-End-Monitor von Asus vorstellen, den VG278HE. Das ist ein 27 Zoll 144 Hertz Monitor und ja, wie schon gesagt, ich werde euch heute vorstellen, was denn so besonders an diesem Monitor ist, was mir gefällt, was mir vielleicht nicht gefällt, was die besonderen Features davon sind. Ja, fangen wir doch gleich mal mit der Herzanzahl an, 144 Hertz. Ich habe jahrelang mit einem 60 Hertz Monitor rumgegurkt und es fühlt sich an wie neugeboren, Leute. Also ich kann euch das nicht hier in diesem Video veranschaulichen, wie diese 144 Hertz sind, ganz einfach aus dem Grund, weil dieses Video hier nur 30 FPS hat und 144 Hertz kann man nicht in 30 FPS darstellen. Ihr könnt aber mal in die Videobeschreibung schauen, dort findet ihr unter anderem den Link zu dem Monitor und dann auch noch einen kleinen Test oder eine kleine Veranschaulichung von dem Unterschied oder vom Unterschied von 30 FPS zu 60 FPS und so ungefähr verhält es sich dann auch von 60 zu 120 oder in diesem Fall zu 144 Hertz. Der Monitor hat dann auch noch nur 2 Millisekunden Reaktionszeit und im Zusammenspiel mit den 144 Hertz gibt es dann kein Ghosting, also es gibt keine Schlieren. Und die Pixel bauen sich halt sehr, sehr schnell auf. Da lohnen sich dann auch wirklich die 144 Hertz. Weil es gibt manche Monitore, die kommen mit dem Pixelaufbau gar nicht mehr hinterher. Dann kommen da so Irritationen im Bildschirm vor. Das passiert mit diesem Monitor nicht. 144 Hertz und 2 Millisekunden, das ist wirklich perfekt. Ja, kommen wir mal zu den Farben und dem Kontrast. Kontrast ist 50 Millionen zu 1. Also das ist wirklich, wirklich krass. Die Farben sind sehr, sehr schön gesättigt. Manchmal auch ein bisschen zu gesättigt, das ist mir negativ aufgefallen. Ich zeige euch jetzt mal die Modi, die man hier einstellen kann. Das gibt es ja in verschiedenen Monitoren oder in einigen Monitoren gibt es das auch hier. Man kann natürlich ins Menü gehen und dann hier in den Modus rein. Oder man kann auch hier einfach den Shortcut benutzen, den Button ganz auf der linken Seite benutzen. Und dann habe ich hier jetzt zum Beispiel den Standardmodus, Theatermodus, Game-Modus, Nightview-Modus, sRGB, Scenery und wieder den Standardmodus. Ich benutze am liebsten den Standardmodus, weil, ich zeige euch das jetzt hier mal, das ist ja jetzt der Game-Modus, da sind die Farben ein bisschen zu übertrieben, zu krass und da ist auch noch ein Schärfungseffekt dabei. Der gefällt mir überhaupt nicht, aber das ist natürlich Geschmackssache, also falls euch dieser Modus gefällt, dann ist das in Ordnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Standardmodus am besten, da ist es nicht so hell, da ist es nicht so übertrieben, da sind die Farben nicht so krass gesättigt und das gefällt mir einfach am besten. Ja, kommen wir dann gleich mal zu den Anschlüssen. Die sehen wir hinten vom Monitor. Es gibt insgesamt 3 Anschlüsse, die ihr verwenden könnt. Ich bin jetzt mal kurz ein bisschen da weg tun. Und es gibt einmal einen digitalen DVI-Anschluss, HDMI und VGA. Dann auch noch einen Klinkenanschluss. Der ist für die Lautsprecher von diesem Ding. Ja, es gibt bei diesem Monitor auch Lautsprecher. Die werde ich euch dann auch noch gleich demonstrieren, weil ich hier mein Tablet dann auch noch angeschlossen habe. Und ihr könnt 144 Hertz leider nur mit dem digitalen DVI-Anschluss verwenden, also nicht mit HDMI oder nicht und nicht mit VGA. Das heißt, wenn ihr eure PS3 da anschließt oder eure Xbox oder euren DVD-Player, was auch immer, dann bekommt ihr nur, also falls ihr das über HDMI macht oder VGA, dann bekommt ihr nur 60 Hertz rein. Also das ist schon ein Nachteil, wobei man sagen muss, ja, bei DVDs oder bei der PlayStation oder bei Xbox bringen 144 Hertz gar nichts. Also das ist Schwachsinn. Die meisten Spiele laufen ja dort mit 30 oder 60 Bilder die Sekunde. Kommen wir mal jetzt zu dem Soundtest, die Lautsprecher. Ich kann euch gleich mal vorab sagen, das sind Lautsprecher, die man normalerweise, ja, so, ja, was soll man denn erwarten von Lautsprechern, die in einem Monitor verbaut sind? Sie sind nicht besonders laut, haben auch nicht besonders viel Bass, sind Stereo-Lautsprecher, viel erwarten kann man von dem nicht, also so als Notfallersatz kann man das auf jeden Fall verwenden. Und dann machen wir das mal wieder aus. Also falls ihr irgendwie Lautsprecher noch daheim rumflacken habt, dann sind die mit großer Wahrscheinlichkeit besser als die Lautsprecher von diesem Monitor. Ja, dann gibt es auch noch ein paar mechanische Features, die der Bildschirm hat. Leider gibt es nicht den Porträtmodus, den man einstellen kann, den gibt es leider bei diesem Monitor nicht. Das hätte ich mir noch gewünscht. Ich glaube, das gibt es bei einigen Asus-Monitoren, hier aber leider nicht. Es gibt einmal natürlich die Möglichkeit, den Bildschirm zu neigen. Also nach oben, falls ihr irgendwie 2-3 Meter groß seid. Kann ja sein, bei manchen ist es ja der Fall. Ich bin
Asiaten klein, deswegen so. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, den Bildschirm zu drehen. Das Besondere dabei ist ja, dass hier unten ein Gewinde verbaut ist, oder ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, aber auf jeden Fall ist da eine Plattform und auf dieser Plattform ist dann diese Plattform und dann dreht sich das einfach, ohne dass das ganz unten sich mitdreht. Das sieht man hier aber leider nicht. Also ich drehe den hier einfach mal. Ihr seht zwar, dass das sich hier dreht, aber ganz unten dreht es sich nicht mit. Das finde ich super praktisch. Und dann gibt es auch noch als Krönung hier natürlich die Höhenverstellung. Das habe ich bei meinem alten Monitor ein bisschen vermisst. Den hat man nur auf einer Höhe einstellen können. Und es ist ziemlich einfach einzustellen. Also von unten braucht ihr nicht so viel Kraft aufzuwenden. Von oben dann doch schon ein bisschen mehr. Aber geht eigentlich relativ einfach und dann könnt ihr auch fast exakt den Punkt bestimmen, den ihr haben möchtet. Und das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, wie ihr das einstellen möchtet. Wenn ihr groß seid, dann natürlich höher, oder das hängt auch ganz von eurem Stuhl oder von eurem Tisch ab. Ja, dann möchte ich noch die Frage klären, lohnen sich denn überhaupt 144 Hertz? Und da muss ich ganz klar sagen, ja, es fühlt sich an wie neu geboren. Und wie schon gesagt, klickt mal in die Videobeschreibung, dort habe ich euch diesen Vergleich oder diese Veranschaulichung verlinkt. Also falls ihr das Geld übrig habt für einen 144 Hertz Monitor, dann holt euch einen 144 Hertz Monitor. Ich kann euch zu einem 120 Hertz Monitor nicht mehr raten, ganz einfach aus dem Grund, weil es gibt schon 144 Hertz Monitore, die sind nicht sehr viel teurer. Und so ein Bildschirm hält ja auch jahrelang. Also das ist nicht wie bei einer Grafikkarte, die ihr 2 Jahre Maximum benutzen könnt, damit dass ihr halt irgendwie mithalten könnt. Ein Monitor hält halt 5, 6, 7 Jahre, je nachdem wie das bei euch so ist. Also mein Monitor hat jetzt 4 Jahre gehalten, glaube ich. Ne, 3 Jahre. Und das ist schon wirklich eine Zeit. Ja, dann gibt es auch noch die G-Sync-Option, die ist leider bei diesem Monitor nicht dabei. Das könnte auch noch sehr, sehr interessant werden. G-Sync ist einfach ein Feature, ein Extra, das von Nvidia entwickelt wurde. Und das ermöglicht eine variable Herzanzahl. Und das wird in einem zukünftigen Asus-Monitor dabei sein, den ich dann auch mal euch vorstellen darf. Und apropos Asus vorstellen, ich werde demnächst mal wieder ein Review von meinem Headset rausbringen. Dort gibt es dann auch 3 Headsets zu gewinnen. Also freut euch schon mal darauf. Und genau, was habe ich denn noch zu sagen? Also ernsthafte Gamer sollten sich auf jeden Fall überlegen, einen 145 Hz Monitor zuzulegen. Der Preis ist absolut gerechtfertigt. Und ihr könnt natürlich dann auch nochmal die Bewertungen auf Amazon anschauen. Das ist einfach super. Ist ja auch ein High-End-Monitor. Das ist das Beste vom Besten. Und ja, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Und Servus, bis zum nächsten Mal.